Hallo, Hallo zusammen, ganz liebe Grüße hier aus Ecuador. Wir hoffen, dass es euch richtig gut geht. Mit diesem Kurzvideo wollen wir euch einfach damit hineinnehmen, wie es uns persönlich geht, aber auch die ganze Lage hier in Ecuador, alles was mit Coronavirus zu tun hat. Und Anja wird jetzt gleich davon erzählen. Ja, wir sitzen jetzt hier in der dritten Woche im Haus in Quarantäne, aber wir freuen uns riesig, dass wir so ein großes Grundstück haben. Die Kinder sind glücklich, uns geht es wirklich gut hier. Und innerhalb des Landes ist es jetzt so, dass wir bei 2700 nachgewiesenen Corona-Infizierten sind. Die Zahl ist steigend und das Gesundheitssystem ist sehr, sehr schlecht. Also die Krankenhäuser sind am Kollabieren, Notfälle werden gar nicht mehr aufgenommen, viele Leute sterben zu Hause. Es wird gesagt, wenn sie die Notfallnummer rufen, dass jemand kommt, aber oft kommt kein Notarzt mehr. Und ja, die Menschen sterben, viele in den Häusern und das ganze System ist am Kollabieren. Auch, dass Leichen nicht mehr abgeholt werden, dass sie 3-4 Tage zu Hause sind. Es gab jetzt schon die ersten Fälle, wo Leichen auf die Straße geworfen wurden. Also es ist in Guayaquil, in der großen Stadt. Und ja, das ist natürlich ein großes Problem und uns nimmt das sehr mit, uns treibt das ins Gebet. Und gleichzeitig stehen wir hier in Calderón mit der Gemeinde, jeder in seinen Häusern, wo wir zu beten oder über Telefon oder jede einzelne Person Gott selbst sucht. Und da passieren wirklich starke Wunder und davon möchte Ben erzählen. Genau, und so wie Anja gesagt hat, seit 3 Wochen sehen wir unsere Leute nicht mehr. Wir sind oft in Kontakt mit Telefon oder per Skype, WhatsApp. Und wir hören immer wieder starke Zeugnisse, wie Gott einfach sie zu Hause aufsucht, sie begegnet, wo sie Bibel lesen und Offenbarung haben über das Wort Gottes. Und auch ihr Nachbar, der hier wohnt mit seiner Frau zusammen, wo er seit kurzem bei uns in der Gemeinde ist, erleben ganz persönlich Gott. Sie beugen sich über Schuld und Sünde, was auch hier in Ecuador ein großes Thema ist. Und sie erleben, wie Gott kommt mit Frieden. Und es ist einfach sehr stark zu hören, wie einfach Gott sie gebraucht, wo relativ neu auf dem Glauben sind. Auch andere Nachbarn, die nicht in unserer Gemeinde sind, auch keine Christen sind, sagen, hey, wir wollen auch Schabbat feiern, wir wollen da auch angeschlossen sein und fragen uns, wie das geht, wie das sie da einfach auch Schabbat feiern dürfen. Und das bewegt uns sehr. Da hört man hier einfach schon in unserer Nachbarschaft, wie Anbetungslieder gesungen wird. Und es ist sehr ermutigend. Auch ein anderer Jugendlicher, der bei uns in der Gemeinde ist, hat uns geschrieben, hat gesagt, dass wirklich ein Nachbar-Ehepaar sich immer streiten und viel geflucht wird. Und dann haben sie da zusammen zu Hause gebetet für die Nachbarschaft und haben gemerkt, wie sich das geändert hat und wie sie jetzt angefangen haben, die Nachbarn, die immer geflucht haben, Anbetungslieder zu hören, zu beten. Sie haben sich gebeugt über ihre Schuld und das ist wirklich etwas, was uns sehr bewegt. Und auch 2 andere haben erzählt, wie sie wirklich auch Zeugnis geben durften an ihren Eltern. Und wir beten immer von 3 bis 4 einfach als Gemeinde, stehen wir da zusammen für Ecuador in dieser schwierigen Situation. Und seit einiger kurzer Zeit hat die Mutter gesagt, weil ich gar nichts von Gott wissen wollte, hat gesagt, ich möchte auch dabei sein, ich möchte auch beten. Und jetzt sind sie da zu dritt, manchmal zu viert, weil wir da beten und wirklich, wo Gott ihre Gebete hört. Und das ist sehr ermutigend. Viele hier in der Bevölkerung leben von der Hand in den Mund. Das heißt, wer heute nicht arbeitet, der hat morgen kein Essen mehr. Und da wir jetzt in der dritten Woche sind, ist es bei einigen schon sehr existenziell, dass sie nichts mehr zu Hause haben. Die Leute gehen hier relativ gut damit um. Sie sind gewohnt, oft da auch mal nichts zu haben, aber jetzt wird es bei einigen wirklich kritisch. Wir sind jetzt schon mit Lebensmitteln rumgefahren und die Leute waren so dankbar. Sie haben gesagt, ich habe gebetet, dass ihr kommt. Oder manche sagen, wir hatten gar nichts mehr zu Hause. Und lange kann dieser Zustand nicht anhalten und wir wollen helfen. Wir haben diese Woche 3 Einkaufswägen gefüllt mit Lebensmitteln, haben Nachbarn und Bekannte und Leute aus der Gemeinde versorgt. Und ich denke, es ist die Zeit, dass man da zusammensteht.
Was uns auch wirklich sehr bewegt, ist, dass wir Apostelgeschichte 4 erleben. Da steht, dass die Gemeinde untereinander alles geteilt haben. Und auch hier gibt es einige Jugendliche oder einige Personen, die gegrundstückt haben, die zum Beispiel Mais, Orangen, Bananen gepflanzt haben und die bereit sind, das, was übrig geblieben ist oder bereit ist, was sie geerntet haben, welche zu teilen mit unseren Leuten. Und das ist sehr bewegend. Und auch wenn du sagst, hey, ich möchte gerne das tragen, ich möchte in dieser Zeit mit euch sein, habt ihr die Möglichkeit, uns etwas zu spenden. Die Spendenkonto ist im Anhang, werden wir dazu schreiben. Und es würde uns riesig freuen, wenn wir wirklich in dieser Zeit Licht sein dürfen, wenn wir in dieser Zeit wirklich Menschen dienen dürfen, die richtig in Not sind, wo einfach keine Aussicht haben und wir wissen, dass Gott dieses gebrauchen wird, um richtig die Herzen zu berühren. Vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Europa. Genau, auf Distanz eine große Umarmung von uns. Und wir würden uns riesig freuen, von euch zu hören, wenn ihr uns schreibt. Genau, lasst euch fest umarmen. Ciao. Ciao.